Schön. Ein herzliches Willkommen und bla. Ich hätte, das war wahrscheinlich der Grund, warum Minecraft einfach sich geweigert hat, weiter zu funktionieren. Ich habe zu oft bla gesagt. Das muss irgendwie mit dieser neuen Fähigkeit gekommen sein, zu casten darüber. Und bei zu viel Blabla schaltet das Ding einfach aus Schutz der Zuschauerschaft ab. Diamanten. Oh, schön. So. Hi, die Witzka. Alles klar. Unterreicht. Aber hier rupfen wir jetzt die Wand etwas großflächiger auf. So, weil das, was wir gesucht haben, haben wir gefunden. Schon. Also ist diese Höhe hier die richtige. Wir merken uns, Diamanten findet man auf Höhe 10. Nicht auf Höhe 15. Also wahrscheinlich auch mal auf 15, aber bei 10 scheint die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten zu arbeiten. So. Ja, ich hau jetzt hier die komplette Wand noch raus. Auch wenn jetzt mit dem Meter die Wahrscheinlichkeit, dass noch was dabei rumkommt, sinkt. So, und eigentlich müsste ich ja jetzt die komplette Zwischenwand hier raus. Jetzt müsste ich eigentlich ja noch hier, damit ich die Wand sehe. machen wir es einfach mal etwas größer hier. Aber es ist halt wichtig, wenn man schon mal Diamanten findet, nicht, dass man die Ader verpasst. Weil sie liegen ja auch eher in Klumpen. They run in couples. Nein. They come in cans? Nee, auch nicht. So, machen wir hier mal ein bisschen Licht. Genau, Licht, Licht, weil ohne Licht geht's auch nicht. So. Level 36, wir sind immer noch nicht tot, weil wenn wir tot wären, müssten wir wieder bei 0 anfangen. Ach, und mit jeder Folge, die das hier so voranschreitet, fällt mir diese Entscheidung, also das Versprechen euch gegenüber, schwerer. Ansonsten werde ich da nochmal eine Umfrage starten, wenn ich dann doch zu schissrig bin, das zu machen. Eigentlich müsste man das so durchziehen, weil dann kann man, nur so, glaube ich, lernt man für sich selbst, sich dann auch darauf einzulassen, schneller voranzukommen, weil du willst nicht ewig hier beim Strip-Minen oder bei was auch immer verbringen. Willst ja nicht. Ja. Gut, hat sich jetzt gelohnt? Nein, hat's nicht, aber war ein langer Gang. Ich glaube, bisher unser längster. So. Können wir jetzt hier mal... Wir haben so viel Scheiß schon wieder dabei. Vier. Ja. Stickies. Ich habe doch Holz bei. Ich mag ungern meine ganzen Ressourcen hier verschwenden. Das ist halt... Weiß nicht, wie euch das immer geht. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich ungern
Ressourcen verschwinden möchte. So. Eine Kiste mit Rotz. Aber sie ist dann immer noch da. Selbst in einer PvP-Situation, also mein Gott, sollen sie sich die 50 Stacks Cobblestone rausklauen. Aber sie hier einfach die spawnen zu lassen, finde ich jetzt auch verkehrt. Weil wir sind ja jetzt, also auch wenn ich gerne so tun würde, als wäre ich. Ich kämpfe ja nur gegen den Computer und von daher, falls wir denn doch irgendwann beschließen sollten, respektive ich irgendwann sagen sollte, ach, wisst ihr was, ist doch alles scheiße hier mit PvP. Mach mal hier so ein normales Let's Play wieder draus. Bleiben da stationär und bauen uns die Sache schön aus. Auch dann hätte man noch hier im Keller eine Kiste, die man dann natürlich nicht wiederfindet, weil man gar nicht mehr weiß, dass die da steht. Es sei denn, ein aufmerksamer Zuschauer weist einen dann in jener, dieser, eben jener Situation darauf hin, dass das so ist. Und ich strip meine immer noch. Ich weiß, wir haben ja jetzt eigentlich, was wir wollten, könnten uns eine Diamanten-Pickaxe machen und könnten Obsidian abbauen. Dafür brauchen wir bloß erstmal Wasser, das heißt, wir müssen ganz nach oben gehen und uns dann Eimer holen und Wasser und so, um die Lava zu löschen, um dann Obsidian wiederum abbauen zu können. So sieht's einfach mal aus. Und du. Hier schreien sie wieder. So. Siehst du, wenn du mal so ein Loch hier, so eine größere Ader hast von irgendwas, dann dauert es doch einen ganzen Moment, um diese dann auch wieder zu stopfen, ne? Das ist nicht einfach in 5 Minuten gemacht. Also eigentlich schon, das waren jetzt auch nicht mehr als 5 Minuten, aber das ist halt schon ein bisschen mehr Schmutt, den du dafür brauchst. So, und hier holen wir uns nochmal die Ressourcen raus. Und wie man sieht, ich weiß, dass ich auf der Ebene bin, in der es auch Lava gibt. Ich halt versuche zumindest. Irgendwie so einen Sicherheitsabstand zu wahren. Nee, ist fertig. Gut. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zap, zack. Sehr gefährlich. Und ich glaube, wir sollten einfach dabei bleiben. Beim Tod neu anzufangen. Weil alles andere wäre jetzt auch Beschiss. So. Gut. Strip Mining Gang auf Höhe 10. Also der hier war sehr erfolgreich, muss ich ja mal sagen. Wir haben das bekommen, was wir wollten. Und das auch in annehmbarer Zeit. Also in 20 Minuten in Summe gerechnet, glaube ich. Und das ist okay. Das ist okay. Um Diamanten zu finden, 20 Minuten durch den Dreck sich zu wühlen, ist etwas, was man durchaus leisten kann, finde ich. So, und da mein Rechner gleich beschäftigt, ich überlege gerade noch hin und her, was ich als nächstes machen muss. Weil es gibt ja auch noch andere Verpflichtungen, außer Blödsinn aufnehmen. Ne? Kennt ihr sicherlich auch. So. Eine ist schon weg, genau. Gibt's noch was? Nee, eigentlich nicht. Warum habe ich den Scheiß eigentlich dabei gehabt? So, Redstone. Naja, wir können hier auch Schaltung bauen, färben, bis mappen. Also, wir können ja so einiges tun. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Wassereimer. Wassereimer, wie geht ein Wassereimer? War das so? Ja. Machen wir.
Ja, genau. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Jetzt, wo ich hier gerade... Machen wir 4 Eimer. Sonne geht auch noch unter gerade. Ist das schön. Da freut sich das Herz. Ich weiß auch nicht, warum das Herz sich immer freut. Kann sich die auch mit der Nase freuen. Freut sich die Nase. Freut sich. 2, 3. Hui! Ja. Ja. Ne? Wird's gerade Tag. Ist aber schön. So. Das war echt doof. Das ist jetzt ja auch nicht viel klüger gewesen. So. Wassereimer. Einen können wir denn... Einen können wir hier reinstellen. Noch einen als Reserve. Genau, bei einem wollte ich mitnehmen. Ich wollte mir eigentlich auch ein Eimerchen Lava mitnehmen. Das brennt hier so schön. So, jetzt könnten wir uns hier gleich mal das, was wir sowieso machen müssen, tun. Und unsere erste Dia Pickaxe craften. War jetzt wenig, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Unsere! Nein. Sehr schön. 9 Minuten zeigt die Uhr an. Also tut mir leid, dass ich das jetzt auch öfters erwähne. Ich versuche ein Zeitgefühl dafür zu bekommen, wie viel ich dann machen darf. Deswegen lerne ich das gerade. So, aber hier... Na, hier könnten wir jetzt auch noch viel Strip Mine. Hier viel weiter gegraben. Den Gang. Aber ja, müssen wir jetzt ja nicht. So. Aber Folgendes müssen wir tun. So. Noch mehr Redstone. Auch gut. So, das habe ich nämlich auch gelernt, hier mit dem Wassereimer in die Ecke gesetzt. Ui. Und das dauert jetzt ein bisschen länger. Weil man weiß halt immer nicht, wie tief die Lava so ist. Und mit diesem Trick löscht man sie im Zweifelsfall. Auch wenn er jetzt hier gerade an der Stelle äußerst wenig bringt. Aber ist auch egal, das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Jetzt ist das echt hier nur so eine Lava-Pfütze, ja. Ich baue sie komplett ab. Dann haben wir auf jeden Fall genug Obsidian für ein Nether. Aha, schaut mal, guck. Hat doch funktioniert. Och nee. Och nee. 11 Minuten 30 und schon wieder weg. Hat ein Problem festgestellt. Ich hasse die Scheiße. Verdammte Kacke. Herzlich willkommen zurück. Oh, ich hasse es, ey. Und Java schmiert ab in einer Tour. Ich muss echt mal rausfinden, woran das hier liegt.
Meh. Bin ich ärgerlich. So, ich versuche halt die ganze Sache hier, also wieder 5 Stunden, ne? Das heißt, haben wir wieder 2 Völkchen zusammen und dann war es das auch für diesen Aufnahmetag. Genau, das war die Stelle, an der ich meinte, ey, hat ja funktioniert. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier weiterläuft. Und bevor ihr wieder anfängt Java zu blamen, ich glaube, es ist mein Rechner. Ich habe irgendwie ein Problem mit meinen RAM-Steinen, glaube ich. Es läuft mal ganz gut und mal richtig scheiße. Und heute scheint wieder so ein Tag zu sein, an dem es richtig scheiße läuft. So. Hier noch einsammeln. Und dann müssen wir das hier tauschen gegeneinander. So. Können wir da wieder einen Wassereimer hinsetzen. Sehr schön. Und dann geht's weiter. Ja, Obsidian abhauen ist jetzt auch nicht so das Interessanteste, aber wir haben damit den Zugang zur Hölle. Beim Feuerzeug können wir uns craften. Wir haben Eisen, wir haben Flintstone. Was können wir noch craften? Wir können einen Verzauberungstisch, können wir auch schon. Weil wir haben Buch, wir haben Obsidian, wir haben noch einen Diamant. Also mit den 4 können wir genau das alles tun, was wir tun müssen, glaube ich. Und das nur in... Naja, jetzt sind wir bei Folge 14, glaube ich, gerade. Also in relativ gesehen wenigen Folgen war uns dies alles möglich und vergönnt. Ich nehme jetzt bloß den kompletten Obsidian hier mit, weil, also die eine Lage, die zweite lassen wir mal liegen. Weil, ja, ist jetzt auch Blödsinn, weniger mitzunehmen. Im Zweifelsfall nehmen wir was mit in die Hölle, laufen da irgendwie mal ein Stück weit und machen dann das zweite Portal. Scheint mir das Sinnvollere zu sein. Noch 1-2 Minuten drauf, wegen des... Jetzt fliegt mir diese blöde Fledermaus da vor, die Pickaxe. Flugratten. Dadurch dauert es halt ewig und 3 Tage, bis dieser Block weg ist. So... Wie viel Obsidian haben wir denn? 21, das ist doch super. 21. So, dann können wir das hier wieder verkleinern, das Becken. Würde ich sagen. Machen wir das so. Und dann geht's hier weiter. Also einen halben Stack wäre schon okay. Also, ihr seht ja, die Spitzhacke nutzt sich jetzt nicht so schnell ab. So, dass es ein Problem wäre. Also sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Würde ich mal behaupten. So. Ach, fuck. Genau. Ja, aber so 32 wären schon gut. Portal braucht 8 oder 9, glaube ich. Auch nicht so unglaublich viel, was man dafür braucht.
Wie viel sind's? Ist 3? Nee, 2. 3, 2. Ist 10? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir alles mal nachgucken. Verzauberungstisch muss ich auch nochmal nachgucken. Das habe ich bisher einmal gebaut, glaube ich. Aber wir wissen ja jetzt mehr, ne? Wir wollen ja mit Büchern so verzaubern und so, weil es ja viel effizienter ist als, also mit Büchern und Amboss. Weil es effizienter ist als das, was wir direkt erreichen können. So. Welche machen hier? Unser Auffangbecken, unser kleines. Oh, oh, oh. Ja. Genau. Das dachte ich mir so, Mann. Ich ziehe hier kurz Ressourcen raus. Aber sollte eines Besseren belehrt werden. So. Licht machen wir auch mal noch an. Wie viel haben wir denn jetzt? 32, genau. Mann, als ob ich es geplant hätte. Habe ich zwar nicht, aber als ob. So, wird die Folge hier ein bisschen länger. Was soll's? Was soll der Geiz? Aber das holen wir uns hier noch. So. Ist jetzt auch nicht so wild, ne? So. Genau, weil das hier haben wir dann jetzt ja abgebaut. Hier hinten haben wir noch was. Zur Not hätten wir da noch was rumliegen. So, hier nochmal ein bisschen Licht machen. Das freundlicher wird insgesamt. Und wir haben eigentlich alles, was wir haben wollen. Wir haben noch einen Diamanten. Das müsste reichen für einen Verzauberungstisch. Wie gesagt, müsste. Oh, den Strip Mining Gang hier noch fertig. Müsste. Müsste soll heißen, ich weiß es noch nicht so genau. Muss ich nachgucken. Ich glaube, es war ein Diamant und ein Buch. Oder waren es 3 Diamanten und ein Buch? Wenn es 3 waren, dann können wir leider keinen Verzauberungstisch machen. Aber wir können schon mal das Höllenportal errichten. Dafür brauchen wir nur Obsidian und das haue ich hier mit der Dia-Pickaxe drauf rum. Naja, was soll's. Was soll der Geiz? Haben wir jetzt eine. Macht die Sache effizienter, ne? Und vor allem schneller. Effizienz und Schnelligkeit ist nicht mehr das gleiche. Mhm. Performance-Gespräche. Hattet ihr schon mal ein Performance-Gespräch? Also ich meine nicht das übliche abends mit dem Rechner, so mit, ja, scheiß Ding, werd schneller. So ein Performance-Gespräch. Wenn die deutsche Sprache nicht mehr ausreicht, das moderne Leben in Worte zu kleiden. Dann ist der Punkt erreicht. Spätestens dann, wo man Performance-Gespräche braucht. So, jetzt bin ich schon bei 20 Minuten fast. Also mit dem Absturz und so weiter. Neustart. Naja, 20 Minuten wird die Folge. Was soll der Geiz? Machen wir 20 draus. Also ich gehe jetzt nochmal nach oben. Weil wir haben ja im Endeffekt schon viel von dem, was wir haben wollen. So, unser Höllenportal kommt dann auch da oben irgendwie hin oder bauen es in die Halle, in die wir gleich kommen. Also hier, wo wir den Ausgang auch nach draußen gemacht haben. Siehst du, Farm gehen wir jetzt nochmal. Weil es war hier draußen so schön. Es ist Nacht. Ach, scheiß drauf. Alter.
Ach, scheiß drauf, ist eine schlechte Herangehensweise, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Hier ist viel, was auf eine Hexe verzaubert wurde. Der nächste Zombie. Wir spielen auf normal, oder? Ich glaube ja. Wir spielen noch auf normal. Was hat's? Herr Wormans Gespräch. Du kannst mir schön gestohlen bleiben, Creeper. Pah. Als ob ich mich jetzt noch mit dir anlegen würde, kurz vor Folgenende. Bleib, wo du bist. Kommen wir gar nicht erst nach. So. Pah. So. Denn, will ich mal sagen, wir haben jede Menge Scheiße abgebaut. Aber auch ein paar Dinge, die so richtig cool sind. Und die Dinge, die so richtig cool sind, sind die Dinge, die so richtig cool sind. Also wir haben Obsidian. Wir haben noch einen Diamanten. Ich glaube, aber das reicht nicht. Das ist ein Buch in der Mitte, aber es sind drei Diamanten. Also wir brauchen noch zwei Diamanten, dann können wir einen Verzauberungstisch machen. Weil Obsidian braucht man dafür ja auch. Ja, ich gehe mal in meine Ecke. So. Ah, als ob ich es nicht geahnt hätte. Gehen jetzt alle durch meinen Keller? Ich hoffe mal nicht. So, ja, 22 Minuten abzüglich des Absturzes, also 20 plus X. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Nee, keine Gliedmaßen heute. Bis dahin, bye bye.